Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Heute möchte ich mit euch die Charmy-Box öffnen. Und wenn euch das interessiert, wie immer, schnappt den Kaffee und Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Das Wichtigste am Anfang natürlich zuerst, wenn du neu bei mir bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Und für alle, die wieder eingeschaltet haben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist ja schließlich nicht selbstverständlich, dass ihr die Videos schaut. Also nochmal vielen lieben Dank an euch. Es geht heute um die Charmy-Box. So sieht das schöne Schätzchen aus. Alle Informationen blende ich euch ein, beziehungsweise sind immer in der Infobox verlinkt. Hier handelt es sich um eine Naturkosmetik-Abo-Box, Beauty-Abo-Box, die alle zwei Monate kommt. Und wir haben in dieser schönen Box immer eine kleine Karte und ein Heftchen. Bei dem Heftchen kannst du dann ein bisschen nachlesen, was die Produkte so machen sollen, wo sie herkommen, was sie kosten. Das finde ich sehr schön. Und hier, wie gesagt, in diesem Video möchte ich dir natürlich zeigen, was diesen Monat November, Dezember enthalten ist. Bei diesem Häppchen haben wir keine Fotos, so sieht das aus, aber ich finde, das reicht auch völlig aus, weil mir geht es hauptsächlich nur darum, mal nachzulesen, was machen denn die Produkte. Und als allererstes haben wir von der Firma Labios einen Lip Liner, 5 Gramm für 17 Euro. Und zwar Labios steht für Clean Lip Cosmetics. Und dieser ist zum Definieren, Umranden oder Ausfüllen, das mache ich sowieso. Umweltfreundliche Herstellung, Material der Hülle steht, ist aus Biozellulose und Zuckerrohr. Und dieser Lipstick oder Lip Liner hat eine angenehme Holzhaptik, ein fester Sitz der Mine, Spitzbarkeit, okay, das heißt, der ist nicht so aus Plastik, dass man den nicht wieder anspitzen kann. Cremes, mattes Finish oder cremiges, mattes Finish. Naturwachse, Naturöle, hohe Pigmentierung, biobasiert, recyclingfähig von Anfang bis Ende. Okay, und zwar sieht das Schätzchen so aus. Das ist die Umverpackung, für die jetzt optisch sehr schön. Erinnert mich tatsächlich an irgendeine andere Marke. Lip Liner verwende ich tatsächlich auch. Ich habe heute auch einen Lip Liner drauf. Kein Lippenstift, sondern nur ein Lip Liner. Und so sieht das Schätzchen aus. Ich meine, das hatten wir schon. Dieses, was da aussieht wie Holz, das hatten wir schon. Hat diese braune Optik. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Farbe, die ich sehr gerne mag. Das ist was, das kannst du fast jeden Lippenstift tragen. Ist sehr angenehm weich. Und ich denke, wenn du das auf den Lippen so verblendest, ja, das ist weich. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Produkt, muss ich sagen. Ich mag nicht, wenn das Holz so wie Holz anfasst, aber das fasst eher wie Plastik an und sieht aus wie Holz. Finde ich auf jeden Fall ein schönes Produkt in dieser Box. Als nächstes Produkt haben wir von der Firma Grooms Restore and Glow. Glow Coffee Öl oder Oil 15 ml, 21,90. Okay, kaltgepresstes Kaffeeöl aus abgecycelten arabischen Kaffeebohnen. Okay, für alle Hauttypen geeignet. Antioxidativ, entzündungshemmend, feuchtigkeitsspendend und nährend. 3 bis 4 Tropfen in die Gesichtscreme, ein Serum oder Trägeröl geben. Auf die gereinigte oder tonierte Haut und einmassieren. Okay, ein Öl. Das sieht so aus. Hätte ich jetzt tatsächlich aus Dänemark optisch gar nicht als Öl so erkannt. Kaffeeöl. Hoffentlich riecht es nach Kaffee. Ich liebe ja Kaffee. Naja, nicht so ganz voll. So sieht das aus. Schauen wir mal, es riecht aber gleich mal. Da bin ich jetzt tatsächlich echt gespannt. Also es riecht nicht nach Öl. So sieht das aus. Nach Öl, nach Kaffee. Es riecht nach irgendwas, was mir aus Wassermund zusammenlaufen lässt. Aber ich würde jetzt tatsächlich nicht sagen, so auf dem Anhieb ein Kaffeeöl. Das kann natürlich auch sein, wenn du das aufs Gesicht aufträgst, dass das dann schon nach Kaffee riecht. Aber ich liebe ja Gesichtsöle. Der eine oder andere von euch schreit und man sagt, ich hasse Öle. Ich liebe Öle. Ich mag die Konsistenz. Das hat für mich sowas Pflegendes, so schlechtes Wetter und da pflegt man sich ein bisschen mehr. Also ich zumindest im Sommer bin ich da echt schlecht. Deswegen finde ich dieses Produkt tatsächlich sehr schön. Das Produkt wird tatsächlich weitergehen, weil ich glaube, dass das nicht mein Produkt ist. Und zwar von der Firma Naubai, eine Haarmaske 50 ml für 9,95 €. Das ist eine spanische Marke
und setze 5 Minuten auf, tragen, spendet Feuchtigkeit. Ich hatte mal ein Duschgel von Naobei, das hat mir gar nicht gefallen. Hier, wie gesagt, 50 ml, deswegen werde ich das definitiv mal weitergeben. Wir sind nicht so grün miteinander, die Marke und ich. Und ich glaube, das ist so der Hintergrund. Vielleicht ist es eine gute Marke oder dieses Produkt ist sehr schön, aber ich finde es jetzt auch nicht so ansprechend, muss ich sagen. Nee, wir sind nicht miteinander so. Deswegen geht dieses Produkt, diese Haarmaske, mal weiter. Kommen jetzt wieder die Lip Balms. Und zwar von Puro Bio ein Lip Balm 10 ml 5,99. Cremige Lippenpflege, okay, mit zartem Schimmer, okay, ich liebe Schimmer. Hinweis, bei niedrigen Temperaturen kann sich die Konsistenz verfestigen, das ist klar, aber schaut mal, das finde ich schon wieder gut. Ich mag nicht so gerne vorne das mit diesem, ich lasse es jetzt zu, das wird so ein Applikator sein, das mag ich nicht so gerne. Aber von Puro Bio habe ich in letzter Zeit schöne Sachen gehabt. Und im Winter nutze ich tatsächlich sehr gerne so Lippenpflegestifte oder Lip Balms, deswegen finde ich dieses Produkt auch sehr schön für diese Box. Nächstes Produkt weiß ich, das werde ich nicht verwenden, weil ich bin nicht so ein Fan von diesem Produkttyp. Und zwar von Ben und Anna Natural Shampoos. Das ist im Endeffekt so ein Shampoo, was du in eine Flasche umfüllst und was du dann schüttest, 200 ml, 20 Minuten einwirken und dann kannst du es verwenden. Das ist wie mit den Putzmitteln, da bin ich absolut kein Fan von, dann lieber feste Produkte. Aber jetzt schauen wir mal, optisch finde ich das sehr ansprechend, das ist ein schönes zum Verschenken, finde ich. Und zwar Ben & Anna Shampoo Flakes in der Sorte Aloe Vera ist das für empfindliche Kopfhaut. Okay. Entzündungshemmende Eigenschaften hilft dabei, die Schuppenbildung zu reduzieren. Genau, heißes Wasser zugeben, schütteln und 20 Minuten ruhen lassen und nochmal schütteln. Na, das ist nicht so meins. Also ich glaube, für Reisen ist sowas ganz gut, aber das ist tatsächlich nicht so mein Produkt. Wenn das jetzt ein normaler Shampoo gewesen wäre, dann hätte ich es sehr gerne verwendet. Aber ich mag mit diesen Anrühren, das ist absolut nicht meins. Das mag ich tatsächlich auch bei Masken überhaupt nicht. Deswegen wird auch dieses weitergehen. Was sage ich jetzt zu der Box? Ich finde sie gut. Mein Favorit ist tatsächlich der Lip Balm, das Öl und der Lip Liner. Und weiter geht die Maske und das Shampoo. Das geht dann für euch mal weiter. Aber alles in allem finde ich diese Box echt gelungen. Gefällt mir wirklich gut. Schreibt es mir mal, ob ihr die Box gut findet, welches euer Highlight wäre, was ihr gar nicht mögt. Ich glaube ja, dass ihr wieder schreibt, dieses Öl, das ist gar nichts. Aber grundsätzlich finde ich die Box echt gelungen, gefällt mir richtig gut. Und was sage ich euch immer, es muss ja auch immer mal ein Produkt weitergehen, sonst habe ich ja nichts für eure Verlosungen. Ich werde jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich neu auslosen, weil zwei sich nicht gemeldet haben. Hier kam auch die Frage auf, ob ich dann die Leute einfach nerve. Ich schreibe sie zweimal an und dann machen wir eine neue Auslosung. Aber Auslosungsvideos schaffe ich derzeit einfach zeitlich nicht. Ich hoffe, eure Frage ist hiermit beantwortet. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Die My Little Box ist noch angekommen und die Goodie Box. Da werde ich natürlich auch ein Video drehen. Und ja, bis bald, eure Hecke.